Herr Babler, was ist Ihre Definition von Heuchelei? Richtig. Mit 3 ertappten Politgehältern in der Vergangenheit, in der Höhe von ca. 14.000 Euro, 14 Mal im Jahr, nun als frischgebackener SPÖ-Chef, aufgrund eines mathematischen Fehlers, öffentlichkeitswirksam das Armutsgelübde zu beten oder als Jagdpächter eines Millionengrundstücks, wo noch vor dem mathematisch verunglückten SPÖ-Parteitag stilecht oder dem Gelächter aller Anwesenden ein Maibock geschossen wurde, nein, er hieß nicht Hans-Peter, nun eine Erbschaftssteuer zu fordern. Oder eine 32-Stunden-Woche anzukündigen, den Menschen Milch und Honig zu versprechen, während die künstliche Intelligenz, ja, die haben sie nicht, in den Betrieben uns die Arbeitsplätze in Bälde raubt. All das ist Heuchelei, Babler. All das ist unehrlich. Und da können Sie noch so herzig zwischen Ihren beiden rosigen Bäckchen herauslächeln, den infantilen Romantiker geben, einen auf Berner Sennenhund für Rote machen. Es glaubt Ihnen kein Mensch, Babler. Aber gehen wir es doch durch. Eine Erbschaftssteuer auf Vermögen von 1 Million Euro trifft in erster Linie jene Menschen, die Betriebe zu übergeben haben. Klein- und Mittelunternehmer, Landwirte, Weinbauern, Handwerker mit Betriebsvermögen. Und es trifft alle leistungsbereiten Menschen, die ein Leben lang hart dafür gearbeitet haben, dass sie am Ende ihres Berufsweges trotz 50% Steuern und Abgaben auf ein ansehnliches Vermögen blicken können. Sozialisten verstehen das nicht. Sie verstehen den Unterschied zwischen meins und deins nicht. Sozialisten machen ausschließlich Politik mit fremdem Vermögen. Das können sie. Jedes Vermögen, jeder Grund, jedes Haus, ja selbst der Jagdgrund, auf dem Sie, Genosse Babler, die Wochenenden frönen, wurde bereits mehrmals versteuert. Er wurde mit versteuertem Geld gekauft, beim Kauf, bei jeder Investition. Das Geld für den Kauf wurde einkommensversteuert. Das Problem, warum immer mehr Menschen immer weniger leisten und aufbauen können, liegt darin, dass der Staat, dessen Politiker Sie sind, bis zu 50% an Abgaben und Steuern raubt, damit Sie, Babler, ein Politeinkommen haben, damit Ihre Genossen im Parlament dem Bettwanzen beim Schnarchen zuhören können, damit Ihr wild gewordener Nachwuchs erfolgreiche Menschen wie Mateschitz anschweinen kann. Überhaupt, eine Partei, die nicht einmal unfallfrei bis 600 zählen kann, der sollte man keinen Einfluss auf die Steuerpolitik geben, sondern eher ein Freifahrtsticket für die Sonderschule. Mein lieber Andreas, bla 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 bla.